Und, gut, am Anfang ist fast alles eh noch egal, was ziemlich einfach ist, aber später raus kriegst du schon gut aufs Maul, wenn du Fehler machst. Ja, meine erste Mission, die ich gemacht habe, ich weiß gar nicht, musste die scheitern oder waren wir bloß zu blöd? Da kam auf einmal so ein Vieh, das keine Ahnung, das hätten wir wahrscheinlich... Ich dachte mir, das könnten wir doch so nie besiegen. Das war so ein Riesenklops. So ja, ein riesiger doch, Klops. Das sind so Monstrositäten, die kommen immer mal wieder so zwischen den Missionen. Das ist wie so ein Zwischenboss, sag ich mal. Das ist normal. Wenn ich irgendwie zu schnell bin oder so, sag einfach Bescheid. Ach, du bist der große Klumpen hier vorne. Ich bin der große Klumpen. Ich habe mir gerade nur gedacht, es gibt wirklich welche, die diese Idioten spielen. Aber ja, ich spiele alle Klassen. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast bestimmt schon alle Klassen, weil wenn du schon von Anfang an dabei bist. Ich bin sogar aktuell dabei, das habe ich so als kleines Projekt. Da können wir auch gerne mal zusammen ein paar Runden machen. Weil ich so Bock hatte, mal wieder einen Charakter zu leveln, habe ich mir nochmal ein... Also bin ich aktuell dabei, einen Charakter hochzuspielen. Ist ja eine Klasse, die ich schon habe, aber es gibt ja keine anderen aktuell. Aha. Und die ist bei mir noch Level 6 jetzt, glaube ich. Also so dein Levelbereich. Okay. Weil ich weiß nicht, wie spannend das wirklich ist, wenn ich jetzt... ich werde dich da jetzt durchcarryen, durch die ganzen Anfangsmissionen. Ich weiß nicht, ob dir das zu langweilig wird. Oh. Aber. Ich kann ja jederzeit. Habe ich dir jetzt eine verpasst? Da gibt's kein Friendly Fire, Gott sei Dank. Ah ja, ich habe ja eine neue Waffe gekriegt gestern. Welche hast du? Oh. Ach, jetzt nicht. Aber warte, ich guck's mir an. Die zielt deutlich genauer, wenn du stehen bleibst. Aha. Wenn du läufst und über Kim und Korn zielst, dann verzieht das Ding ohne Ende. Okay. Hier, aufs Fressbrett, ihr Lappen. Hier ist noch so ein großer. Ja. Was ist das? Da kommt gleich ein Blackburster. Der explodiert. Oh. Hallo. Bei denen kann ich dir mal als Tipp geben. Hä? Hier ist Heilung. Wenn du, Rechtsklick machst, dann blockst du ja mit deiner Nahkampfwaffe. Ja. Wenn du dann Linksklick machst, dann stößt du ja die Gegner so weg. Ja. Und wenn so ein Blackburster kommt, dann stoß sie am besten weg und geh dann zurück. Dann explodieren die von alleine. Okay. Ohne dass sie dich treffen. Ach, da drüben ist ein Scharfschütze. Okay, der Scharfschütze ist tot. Ja. Kassiert ihr 100, kassiert! Machst du fertig? Ja, alle Junge, die kriegen aus dem Maul von mir! Oh, Big Smoke. Oh. Big Smoke ist durchs Feuer gewatschelt, als gäbe es keinen Morgen. Ja. Ah, diesen einfachen Missionen kann man sowas wahrscheinlich nur machen. Das stimmt. Später sollte man das nicht mehr machen. Also Feuer ist wirklich absolut tödlich. Du bist langsamer da drin, kriegst einen Haufen Schaden. Mhm. Da ist noch ein Scharfschütze. Hier, zack, Junge, bevor A sagen konnte. Hier ist ein Medipack, das kannst du da mitnehmen. Okay, cool. Für unterwegs. Was? Nein, mach das Brett auf. So, jetzt. Bitte? Ne, da hat einer das Brett vor meiner Nase zugemacht. Da hinten ist Munition. Okay, hat einer genommen.
Du bist ein Veteran, ne? Ja. Ja, alle Kisten, die ich aufmache, sind mal leer, oder? Ich mache eine Kiste auf, ist nichts drin. Am schlimmsten sind die Leute. Hier ist eine Spitze. Am schlimmsten sind die Leute, die Kiste schon liegen, bevor sie überhaupt offen ist, bevor sie überhaupt sehen, was da drin ist. Was? Wie geht denn sowas? Na, du machst sie auf, der steht neben dran und spammt E und so. Hat es dann. Dann siehst du noch nicht mal, was da drin ist. Mhm. Und der hat's einfach schon. Kassala, Jungs, Kassala! Hast du früher Left 4 Dead und so gespielt? Ja, mal kurz. Left 4 Dead war nicht so mein Ding irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Boah, ich hab das damals schon geliebt. Und jetzt so ein Spiel im 40k-Universum, einfach geil. Ja, ich bin ja Warhammer. Gibt's Munition? Fan eigentlich, aber hol ich. Ich hab noch. Ach, der Typ, der nimmt's immer. Sorry. Nö, ich hab auch mal so Set geholt. Ich hab's, danke. Was? Warhammer? Ja, zum Zusammenkleben und Malen und so. Spielst du das? Nö, ich fand's bloß geil. Das ist mir dann schon wieder zu viel mit den Würfeln und den ganzen Kram. Das ist nicht schwer. Ehrlich? Ich mach das seit, dieses Jahr wären es 23 Jahre. Echt? Ja, ich hab mit 12 damit angefangen. Seitdem ist es so mein absolutes Lieblingshobby. Ohne Scheiß. Wenn ich mich für ein Hobby im Leben entscheiden müsste, würde ich jederzeit mit dem Zocken aufhören und 40k weiterspielen. Ach so. Oh, hier ist so ein großer. So ein Klopziger. Ja, den verprügeln wir jetzt und dann ist gut. Ja. Ich habe hier seinen fetten Arsch. Ja, zieh seinen Hass auf dich. Ah. Hey. Ihr Bimbos, Junge, Mann, muss das sein. Oh, hier weggeschubbt, Alter. Geil. Alles überhaupt gar kein Problem. Nummer 3? Ja, und ich spiele halt schon so lange Warhammer. Und dann ein Spiel in der Art zu kriegen, das war natürlich. Ein absolut. Achtung, da geht das Fass hoch. Das war natürlich ein absolutes Fest für mich. Da gibt's ja einige. Ich habe auch so ein Strategiespiel, da gibt's auch. Es gibt richtig viele mittlerweile. Mhm. Früher war das alles so ein Nischending, weißt du? Das war immer sowas, wo. Also dieses klassische Nerd-Hobby. Aber mittlerweile ist es wirklich, wie soll ich sagen, wirklich Mainstream geworden. Mhm. Und auch Leute, die jetzt mit dem Tabletop, also mit den Figuren, nichts am Hut haben. Oh. Aber gefühlt jeder kennt Warhammer. Hier hinten ist Munition. Hier ist nochmal Munition. Wenn du reinkommst rechts. Geil. Na, ich bin voll. Ja, kann die Waffe nicht nehmen. Also. Schmatzt und platscht für nur so. Ja, so gehört sich das auch. Ja. Achtung, Hund. Okay. Hier, passt nicht alle durch die Tür, ihr Affen. Zieh euch ab, wenn ihr durchkommt. Lass deine Jacke hier. Ich muss so einfach durch die Tür durchschlagen. Einfach vor dran stehen. Ach so. Flicken. Stimmt, ich seh's. Solange jemand hinten dran ist, kriegst du nach oben. Irgendwas schmatzt dahin noch. Es klatscht und schmatzt. Einfach so lange schlagen, bis keine Hitmarker mehr kommen. Munition. Gunner, kill!
Ah, der ist da vorne. Bis da und runter. So, ich habe Datensammler platziert. Sehr gut. Lustiger Gesell. Was ich halt so geil finde, ist dieses, ich weiß gar nicht, kann man das schon Steampunk nennen oder so? Also dieses... Das ist so, also das Setting von 40k ist Grim Dark Science Fiction. Aha. Also das finde ich geil so. Ja. Das ist so richtig düster und abgefuckt und... Also war ja bei Riddick, war das ja glaube ich auch so. Kennst du das? Ja. Ich finde 40k tausendmal besser als alles andere. Ja, aber so dieses Machart, weißt du, auch so, wie soll ich sagen, es ist zwar eine Zukunft, aber sieht trotzdem alles altbacken aus. Also die ja, bei 40k hat es tatsächlich einen storytechnischen Hintergrund. Mhm. Weil die Menschheit, die entwickelt sich nicht so wirklich weiter. Die nehmen das, was existiert, das wird behütet und gehütet. Und alles, was neu ist, ist Ketzerei. Aber sie fliegen trotzdem durch das Universum und haben Sprungtore und alles und Scheiß. Ja. Ja gut, wir sind hier im 40. Jahrtausend. Also bis dahin wird sich schon ein bisschen weiterentwickelt. Aber alles, was so bis zum... Was nach dem 30. Jahrtausend ist, ist halt... gibt's halt sehr, sehr wenig Weiterentwicklung. Mhm. Was haben wir denn hier schönes drin? Nichts. Unverschämtheit, davon ist Heilung. Oh ja, geil. Wenigstens was. Mensch, ich hab mich gerade geheilt, ihr Idioten, ihr Hummer. Ja, wobei aktuell haben wir ein Grimoire eingesammelt. Das geht bei der Mission. Was ist das? Das ist so ein Buch. Da gibt es insgesamt zwei Stück, die man finden kann. Aha. Und wenn man die einsammelt, gibt es am Ende, wenn man damit rauskommt, extra Geld und Erfahrungspunkte. Okay. Aber dafür sind wir so, ja, leicht, haben wir so leicht Verderbnis bei unserer Gesundheit. Das ist das Lila eine ganz recht. Ah, wollte ich gerade fragen. Ich dachte, wieso kann ich mich nicht hochheilen? Ich war voll und er tropft wieder runter. Ja, das liegt am Grimoire. Ah, okay. Also grundsätzlich kannst du an diesen Heilstationen auch Verderbnis wegheilen. Aha. Aber das Grimoire sorgt immer dafür, dass man ein bisschen verdorben ist. Und woher weiß ich, dass wir das haben? Es steht oben rechts in der Ecke. Schnappt euch die Grimoires, eins von zwei. Ah, okay. This will be a one-way trip. Beloved, how do I make them stay nearby? Nork. Ja, das ist von einem Warhammer-Charakter abgeleitet. Aha. Der Nork Deadog heißt er. Der kann sogar bis 40. Das ist ein Genie unter den Onkels. Ja, da hast du den Namen ja richtig gewählt. Ja, natürlich. Was glaubst du? Günstig. Da kann sogar bis 14. Das ist ein Genie. Und seinen Kumpels beneidet. Irgendeiner ist auf der Strecke geblieben. Ja. Da oben, wie soll man da jetzt wieder hochkommen, Alter? Ja, der hat halt Pech gehabt. Der Kollege kann das ein bisschen machen, wenn nicht, hat er Pech gehabt. Man kommt nicht mehr zurück, die Strecke, oder? Nee, es gibt so Stellen, wenn du da oben liegst, hast du verloren. In der Regel spricht man sich da ab, bevor man runtergeht, aber bei so leichten Missionen. Dann beschießt er jetzt nicht mehr so eng.
Sie kommen. Das war ich, ja, Sir. Ja, du hast mir in den Rücken geschossen. Ja. Ich liebe diese Dialoge, ohne Scheiß. Da musst du als mal, musst du also drauf achten, wenn nicht so viel los ist. Was für einen geilen Scheiß sie manchmal von sich geben. Guckt rein, ins Schwein, ins Uhrwerk. Ja, da war zu dumm. System cascade redundancy is sufficient for full peer grade restoration. So, wir fahren runter. Ich dachte, da kommt was hoch. Nee, nee, wir fahren runter. Ich runterkomme in meinen Lustkeller. Das hast du ja, das gefällt dir. Aber weißt du, was auch so komisch ist, dass der Schnupfen irgendwie ewig jetzt, also es ist ja, ewig das jetzt erstmal zweite, ne? Woche, aber es dauert. Ist immer noch da, weißt du, sonst habe ich immer so eine Woche oder 8 Tage, keine Ahnung. Lass uns mal 9 sein. Aber jetzt ist schon. Ja. Immer noch verschnupft. Es geht nicht mal weg, die Scheiße. Ja, Großvater, Junge, sonst nicht. Bettel. Und was ist, wenn dieses Lilane, dieser Verderbnis komplett ist bei uns? Ja, das passiert eigentlich selten, weil dadurch, dass du halt weniger Gesundheit hast, stirbst du halt auch schneller. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen, wie wenn dir bei Hand ein Balken wegbrennt. Ja. Wenn du nicht mehr hochheilen kannst. Das ist einfach Gesundheit, die dir fehlt. Naja, aber bei Hand bin ich irgendwann mal tot. Dann. Ja, hier auch. Und dann liege ich ja schimmelig in der Ecke rum. Richtig. Kannst du mich dann wieder aufheben? Oder? Also das funktioniert hier tatsächlich sehr ähnlich wie Hand. Ja. Wenn du jetzt deine Gesundheit komplett verlierst, kann man dich wieder aufstellen. Und einer von deinen Balken ist komplett voll mit Verderbnis. Das heißt, du hast einen gesunden zweiten weniger, so gesehen. Wenn du keinen Balken mehr, also wenn alle Balken voll sind mit Verderbnis und du hast quasi nur noch einen und du kippst nochmal um, bist du ganz tot. Ah, okay. Und wenn du ganz tot bist, dann spawnst du halt irgendwo wieder, wo man dich wieder retten kann. Aber da, bis dahin ist man halt nur zu dritt dann unterwegs. Ach so, ah, okay. Also Permadeath gibt's nicht über Hand. Immer schön drauf mit der Schaufel. Ja, das fetzt. So, bist du bei mir? Komm mit. Ich liebe meine Schaufel. Schaufel ist super. Ich spiele jetzt noch mit Schaufel. Hm. Na dann, auf die Bühne. Und das war's auch schon. Ja, geil. Wir wollen uns auf die Flucht matig machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Du kriegst auch noch mal eine Mate in die Fresse. Die bestehen nur aus Geziefer. Das ist, das sind Seuchenzombies quasi. Ah. Die, sind vom Chaosgott Nurgle gesegnet. Gesegnet mit Maten, Alter. Danke, darauf kann ich verzichten. Echt? Verstehe ich nicht. Du kannst deine Maten für dich behalten. Wie ist denn das hier eigentlich?
Wie viele Fraktionen gibt's? Wir sind doch jetzt für einen Imperator tätig, oder? Genau. Wie heißen die? Heißen die Imperatoren? Oder nee, wie heißt der? Imperator-Truppe? Also. Also. Wenn man die ganzen Fraktionen mal groß überschneidet, also ganz die wirklich den Oberbegriff sagt, ne? Mhm. Gibt es Imperium. Aha. Es gibt das Chaos. Aha. Und dann als Xenos sind alle Alien-Völker, die es gibt, zusammengefasst. Okay. So, aber das Imperium selbst hat schon alleine, wenn man es jetzt aufs Tabletop bezieht, über 20 spielbare Fraktionen. Mhm. Weil du hast also die imperiale Armee, das sind quasi die ganz normalen Menschen, die einfach eine Armee bilden. Ja. Dann hast du die Space Marines, das sind so genmanipulierte Superkrieger, das ist so die Elite vom Imperium. Dann hast du noch so verschiedene Spezialisten, so Adeptus Mechanicus, das sind so die Techniker, die haben auch eigene Fabrikwelten und stellen auch eigene Armeen auf. Aha. Dann hast du Adepta Sororita, das sind quasi so Kriegsnonnen. Das ist eine Armee, die besteht nur aus Frauen, die so komplett religiös, wahnsinnig in den Krieg ziehen. Und ja, das, und dann gibt es halt noch so dieses Adeptus Arbitus, heißt das. Das ist quasi wie die Polizei, sage ich jetzt mal. Die haben mit dem Militär selber nicht viel zu tun. Die gucken eher, dass alles in Ordnung ist auf den Welten, auf den Planeten vom Imperium. Aber wenn die halt irgendwo mal sind, wo halt gerade irgendeine Scheiße passiert, dann kämpfen die halt auch mit. Aha. Aber die gehören jetzt nicht zum Militär an sich, das ist eher so, die gucken, dass das Imperium bunt läuft. Aha, okay, cool. Krass. Und beim Chaos gibt's halt, das Chaos ist halt grundsätzlich, das Chaos bezieht sich auf alles, was mit den Chaosgöttern zu tun hat. Es gibt 4 verschiedene Chaosgötter. Und Chaos sind halt so Sachen wie Dämonen. Also jeder Chaosgott erschafft seine eigenen Dämonenlegionen, die er auf die Menschheit loslässt oder generell aufs Universum. Dann gibt's Space Marines, die zum Chaos übergelaufen sind. Das sind die Chaos Space Marines, das sind so Verräterlegionen. Dann gibt's noch verräterische Imperiale, also quasi normale Menschen, die zum Chaos übergelaufen sind. Und dann gibt es auch das Dark Mechanicum, das ist das Mechanicum vom Imperium, was übergelaufen ist. Die machen halt so Dämonenmaschinen. Das heißt, sie bauen irgendeine Hülle mit Panzerung in Form von irgendwelchen Monstern und beschwören da noch irgendeinen Dämon rein und dann rastet das Ding komplett aus. Aber ich meine, ist man als Mensch nicht total im Arsch, wenn man Dämonen gegenübersteht? Du hast doch schon verloren, Alter. Das ist doch nicht mehr von dieser Welt sozusagen. Also, du bist ja jetzt ein Veteran, ne? Ja. Ein Veteran giltst du im Imperium, wenn du auf deinem ersten Schlachtfeld 8 Stunden überlebst. Dann giltst du als Veteran. Also nicht so wie heute, du hast 30 Jahre gedient, du bist ein Kriegsveteran. Im Imperium giltst du, wenn du die ersten 8 Stunden von Kriegsgebiet überlebst, giltst du als Veteran. Und hast dann tatsächlich offiziell den Veteranenstatus. Viele überleben nicht mal der erste Tag. Die ersten 8 Stunden zu überleben reicht schon aus. Um hoch angesehen zu werden. Ja. Timmy, ich geh mal schnell einen rauchen. Alles klar. Dann machen wir nächste Mission, ne? Sehr gut. Bis gleich. Bis gleich.